So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Hexity. Ich starte jetzt erstmal im Hintergrund meine Musik, weil ich das noch nicht geöffnet habe. Okay, da ist er. Und wir sind natürlich nicht alleine. Ich sag schon wir. Wir haben die Killer-Suchinis dabei. Yay. Yay, yay. Heftig. Was für eine Freude. Übel. Da freut man sich. Ja, erstmal total lange gebraucht, damit wir überhaupt hier anfangen können. Naja, total lange ist es noch nicht. Ui, cool. Also wir hatten schon schlimmere Sachen hier. Ja, und irgendwie bin ich das letzte Mal nicht durch die Tür gekommen, warum auch immer. Ey, na? Oh, sorry. Sorry, Andi. Alter, wie viel Schaden ich dir mache. Scheiße. Ein Herz oder so. Bei mir hat's gerade eben 17. Also oben Points, warte, das sind dann keine Ahnung wie viele. Cool. Oh, what the fuck? Was ist los? Alter, hier stehen so viele um mich rum, also die machen mir keinen Schaden, aber... Hier stehen ca. 20 Zombies um mich rum. So, was ich schauen wollte, Lorok hat nämlich gesagt, der hat ein Portal oder beziehungsweise den Eingang zur Mobfalle gebaut in seinem Keller. Habe ich schon nachgeguckt, ich habe es nicht gefunden. das ist eine gute Voraussetzung. Wo, Creep? Ah, oh, fuck. Lol, irgendwie. Was ist denn das für ein Keller, Alter? Das endet einfach mal in einer fetten Höhle. Ja, ja, der hat da seine Marble Stone Fabrik, glaube ich. Sie kommt mir so laut vor. Ich glaube, ich habe die Musik ganz ausgestellt. Also die Minecraft-Musik. Ja, Minecraft-Musik habe ich ja nicht an. Ich habe im Hintergrund Musik an. Ach so, ja. So. Du, ehrlich gesagt... Stimmt, ich habe Vogel abgeschossen. Oh, jetzt bin ich schlecht. What the fuck? Was ist hier los, ey? Ich fliege hier die ganze Zeit von diesem Tower runter. Weil hier so viele Creeper sind. Vom Tower? Wo bist du denn? Bist du irgendwo auf dem Tower, oder was? Ja. Ich war... Letzte Folge habe ich hier beendet. Ah, okay. Gut. Den mach ich also, was Logok auch immer gebaut hat, das war garantiert kein Portal. Ui. Hey, das kann ich auch. Scheiße, ich habe ihn nicht. Ich bin jetzt gerade eben irgendwie... Ah, okay. Ich dachte, ich wäre jetzt im Boden verbuggt. Ah, da geht einer ins Netherportal. Ja, ich muss mal kurz schauen. Ja, ich baue jetzt das Feld weiter, damit wir hier eine gute Weizenproduktion haben. Okay. Okay. Ah, es ist Nacht. Wollt ihr kurz ins Bett gehen? Ja gut, jetzt seid ihr irgendwie alle weg. Okay, gut, dann machen wir die Nacht durch. Wir sind jetzt hardcore und machen die Nacht durch. Ja, heftig. Alter, ich hab den Plan von Logok durchschaut, Alter. Ich bin der Boss. Ach, der will das im Nether machen? Der will das im Nether machen, dass es nicht so buggt wegen den ganzen Mods. Das ist auch klug von ihm. Schlauer Kerl. Ich hab das schon mal im Single... Und irgendwie bin ich gerade eben am Rumlegen. Ich hab das schon mal im Singleplayer ausprobiert und wir auch. Ja, mit dem Capsule-Ding kann man die ja mitnehmen, ne? Ich hab die schon, ich hab das schon alles. Ja, hast du schon? Okay, gut. Gut, ich hab dann. Auch schon ein Spinnenspawner drin, aber der ist das scheiße. Ja, Spinnenspawner ist scheiße. Das ist Spinnenspawner. Flake, okay. Golem ist weg. So. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich hin hab. Das regt mich sogar so ein bisschen auf. Findest du schon. Nimm. Tralalalala. Ich will keine Flowern dabei haben. Barley Seeds brauche ich nicht. Cotton Seeds brauche ich nicht. Mir gehen immer diese kleinen Emerald Shards voll auf den Zeiger, wenn du da irgendwas machen bist und dann hast du da das ganze Inventar voll mit diesen scheiß Emerald Shards. Voll, die brauchst du halt irgendwie überhaupt nicht. Auch Emeralds brauchst du nicht und die gibt's auch schon ewig so oft. Ich will gar nicht sagen, wie viele Emeralds ich habe. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,5 Stacks Emeralds. Läuft bei dir. Boah, ich nehme die nicht mal mehr mit. Ja, wir haben irgendwie so 7 oder 8 Stacks. Jetzt einfach noch. Ey Leute, ich habe meine... Hat der die mitgenommen? Oder ist... Ah, ich verstehe. In dieser Capsule ist ja diese... Station schon. Hinter dir, Creeper. Bam, weg mit dir. Warte mal kurz. Ah, verstehe. Lass doch mal den Drogerscheiß spinnen, ich muss das wieder aufsammeln. Warte, irgendwo unten. Hab ich schon wieder getroffen. Der Boss schon. Cool. Emeralds. Lol, irgendwas hat mich fett in die Luft geboxt da.
Wieso habe ich kein Schwert im Inventar? Ich kann ihn mit der Schaufel zu Tode boxen. Hey, cool, du schenkst mir Emeralds. Stark! Oh, der hat mich hochgehäupt. Ja klar, ich schenke die Emeralds. Hier, guck mal. Ich bin ein Sprengbrunnen. Warte mal kurz, ich stelle mich da mal ganz kurz rein, ist kein Problem. Hier kannst du hier so. Ich bekomme halt keine, weil ich Inventar voll ist. Hey, warum habe ich... Ich hab zwei Giant Swords dabei und eins mit Sharpness 2. Hast du irgendwie dein Schwert verloren oder so? Ich hatte den Giant Sword, aber ich habe mich vorhin schon gewundert. Zeig mal, welche Verzauberung das hat. Das liegt da. Okay. Sharpness 2 hat das. Ja, es kann sein, dass es irgendeines... Alter, jetzt geht kaputt, scheiß Golem. Was für ein Golem kämpfst du gerade? Ja, zu einem ganz normalen Tower Golem. Jetzt ist du, aber tot. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte mehr drauf, sonst gehört es dir. Nee, nimm, ich hab meins. Ich brauch das nicht. Ich hab auf mein Unbreaking... Ah, ich hab nur Unbreaking 1 drauf, was ist bei mir los? Heftig. Das geht ja gar nicht, da muss mindestens 3,5 sein. What the fuck? Hier fliegt jemand rum bei mir. Ah, nee, doch. Hä? Irgendwie der Tower-Golem ist tot und schießt immer noch auf mich. Yay. Yeah. Ist der Turm zusammengekracht oder nicht? Der ist noch... Ich weiß noch nicht, schau mal. Keine Ahnung, ob der zusammengekracht ist. Also ich bin nicht mehr beim Turm. Weil ab und zu ist der Bug, dass der Tower-Golem noch da ist, obwohl du ihn getötet hast und der Tower ist noch nicht zusammengefallen. Also der ist noch irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Also ich sehe ihn jetzt gerade wieder. Ich habe seine Items eingesammelt, aber ich sehe ihn wieder. Ja, was? hatte ich auch mal. Ey Leute, wir müssen noch irgendwas Produktives machen. Irgendwie so, schon mal, ich weiß nicht, wie sich Log das vorgestellt hat mit der Monsterfalle. Aber, Benny, du wolltest doch einen Spiegel bei dir setzen, dass wir Spawner bekommen. Bei irgendeinem Tower, wo noch Spawner sind. Okay, ich setze hier einfach mal einen Spiegel hin. Und ich könnte mal... Ich brenne. Voll viele Creeper hier. Ja, ich gehe mal ganz kurz in den Keller. Von Lore. Bist in den Keller, du Kellerkind. Natürlich, ich bin ein Kellerkind, das kann man nichts machen. Um mir mal anzuschauen, vielleicht müssen wir da auch eine Plattform bauen. Oh. Also Ein... Warte. Oh, Creeper. Scheiße, ich bin hier gerade eben Creeper am Abschießen und kommt von der Seite noch ein Creeper. Ah, okay, so, Leute. Irgendwie finde ich das jetzt hier nicht halt so cool. Jetzt scheiß Golem, hör auf. Warum sind hier so viele Mobs bei uns gerade eben? Also so viele Creeper. Mobs ich weiß nicht, aber bei uns waren schon immer viele Creeper. Ehrlich gesagt, hier, das ist Marble, gell? Wie viele Marble haben wir denn überhaupt? Weil Logok hat diesen Eingang sehr schön mit Marble gebaut und ich habe irgendwie kein Marble. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben alles für den Boden oder gebraucht. Oder ist es Marvel? Was denn, was der da zum Bauen gebraucht hat? Ja. Das weiße Stein, das ist ja. Marvel. Das sind Marble Bricks. Wie halt bei Cleanstones backen und dann Pierer und dann... Irgendwie der Golem hier geht gerade so richtig ab. Wenn das ein Seltener ist, lass es lieber, weil die machen nur deine Rüstung kaputt, mehr nicht. Alter, meine Rüstung ist wirklich gleich kaputt, aber ich will hier nur in meinen Spiegel setzen und dann verschwinden. Okay. Und ich hatte auch schon ab und zu mal den Bug, dass der Tower-Golem mich einfach gewone-hittet hat. Was? Oder ist er tot? Krass. Ja, keine Ahnung, der war noch nicht mal verzaubert, der war einfach, also, das war kein Rare-Mob, das war ein ganz normaler Tower-Golem und der hat mich einfach gewone-hittet. Habt ihr gerade auch so Framebrace-Einbrüche, so ganz kurze Stocker? Ich hab, ja, Lags habe ich vor allem. Gerade eben echt heftig. Also ich bin ja gerade eben auf einen Harbinger am Einprügeln und der stirbt nicht. Ja, weil ich habe irgendwie auch so, bei mir stockt es immer so ganz kurz. Ja, bei mir ist es auch so ein bisschen. Nein, ich will keinen Villager. Oh, jetzt habe ich einen Villager getötet. War zwar nur ein Hologramm, aber... Ey, du Hund. So, jetzt komm ich aber nach Hause. Ja, genau. Und zeig mir mal, wo du, Also da so in der Nähe gibt es ganz viele Sachen noch. Also da gibt es viele Sachen, wo man auch Spawner schön abbauen könnte. Also es ist einfach ziemlich weit von der Stadt weg, so dass da ziemlich sicher irgendwo noch was ist. Da ist er. Perfekt. Ich habe jetzt nicht wirklich geschaut, ob... Kannst du mir mal kurz... ich muss mir erst ein Giant Sword. Ich gehe kurz ins Haus und gib's dir da.
1, 2, 3. Andi? Der Spiegel? Der Spiegel müsste es sein. 1, 2, 3. Huch, da ist eine Spinne drin. 4, 5, 6, 7. Nicht mal ein Rucksack, Alter. Alter, wie es laggt bei mir, Alter, aber richtig derbe. Ja, das ist gerade eben echt heftig. Heftig, deftig. Bing, 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 so erstmal alles ausladen und dann. Doch, jetzt bringe ich erstmal alles wirklich weg. Sweet Home, Magic Mirror. Der links unten, der führt dahin, wo du warst. Und Brennan und Shine Sword, mir egal was für eins. Irgendeins. Nehme ich das mit Sharpness 2. Ist gut. Perfekt, und dann gehen wir mal dahin. Ich muss noch dieses Obsidian-Poops-Ding hier abbauen. Ah, das mache ich dann jetzt mal. Los. Den riesen Obsidian-Lock muss ich jetzt mal abmachen. Stimmt, das könnten wir echt mal abbauen. So, warte mal jetzt kurz. Diese so produktive Falle, wo alle reintappen. Und jetzt falle ich da einfach rein und sterb. Das wäre natürlich episch jetzt. Episch auch wenn es nicht geht mit der Scale-Rüstung, aber ich würde da jetzt reinfallen und verbrennen. Weißt du, so ein Bug, so du willst so vorführen, dass Fire Protection drauf ist und dann springst du rein und stirbst einfach und so. Was, Alter? Ja, das wäre mal was anderes. Das wird's ein bisschen aufpeppen. Ja, ja, das ist alles Aufwertung des Let's Plays, weißt du? Das alles gewollt hier. Ey Benny, du, ich bin hier gerade irgendwo hingekommen und hier ist weit und breit kein Tower sonst was ich mitnehmen könnte. Keine Ahnung, wo soll ich wissen, wo ein Tower hier ist? Musste ich ein bisschen umschauen, hier sind sicher. Ich dachte, du setzt den Spiegel neben dem Tower, dass ich die Dinger habe. Ja, aber ich habe erst den Tower fertig gemacht, in dem ich drin war, weil ich nicht dran gedacht habe, dass du das Spawn noch brauchst. Ja, dann bringt das mir ungefähr gar nichts, dann komme ich wieder zurück. Aber da sind mehr eine höhere Chance, Spawner zu finden als zu Hause. Ja, ich weiß, aber dann baue ich erstmal die Plattform. Aber ich weiß gar nicht, wie ich die bauen soll. Soll ich die aus Bricks bauen oder? Da. Wie hat der jetzt eigentlich der Logok das vorgesehen mit dem Zusammenführen der Städte? Also irgendwie war das so, dass ja statt Grün und Blau, die sollten ja irgendwie vereinigt sein. Und ich glaube, statt Blau zieht zu statt Grün. War das nicht so? Ja, irgendwie so habe ich was mitbekommen. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da los ist. Irgendwie. Würde ich wissen, würde ich losgehen und ein Portal setzen. Aber da ich noch nie weiß, will ich nicht irgendwo Falsches hin. Setzt in Stadt Blau ein Portal. Ich hoffe, die haben die ziehen nach Stadt Grün, weil da habe ich ein Magic Mirror. Das wäre natürlich glücklich. Ja, ich denke aber, die ziehen zu statt Blau, oder? Als würde ich persönlich machen, weil ich ein Schneebiom nicht mag, aber... für meine persönliche Meinung. Ja. Alter, ich lege richtig krass. Ich habe immer so wieder so Stocker drin. Ja, das fällt gerade eben zum Glück nicht auf in dieser spannenden, epischen Obsidian-Abbau-Phase. So, okay. Ach, hier. Da hockt ein Creeper im Loch und guckt da die ganze Zeit so blöd raus. Das sieht lustig aus. Da. Hehehehehe. Der hat voll die Belüftungslöcher oben auf der Stirn. Komisch. Ah, das ist Sand, deswegen verstehe ich. Deswegen geht's so langsam. Also ich fange jetzt hier mal an, die Mobfalle zu bauen. Soll die schön werden oder nur produktiv? Wenn sie produktiv ist, kann man sie nachher bestimmt auch noch irgendwie schön machen, oder nicht? Ja, aber dann baue ich die jetzt einfach aus Cobblestone. Mach erstmal aus Cobblestone. Dann. Also so das Grundgerüst, weil sonst... Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, man kann es sicher noch verschönern am Ende, wenn es dann funktioniert. Ja klar, kann man das schon. Blöd ist, wenn man halt dann schön gebaut hat und dann noch was verändern muss. Soll ich mal da so einen Zombie-Pigman angreifen, einfach nur so aus Spaß? Hau rein. Nee, danke. Dann greifen mich hier alle an. Stimmt, dann bist du für alle feindlich. Du kannst mal mit Cobblestone kommen und einfach hier mitbauen, wenn du willst. So. Ja, warte, ich hole mal Cobblestone, dann bringe ich dir ein bisschen was Cobblestone-Zuschub. Sehr cool.
Oder ich baue Marble da, den Marbleweg zu Ende. Das könnte ich auch machen. Ja, stimmt, baue den Marbleweg. Das ist, glaube ich, sogar wichtiger. Hier ist ein Creeper in Logoks Haus. Oh mein Gott. Ja, wenn du hochspringst, hast du noch was anderes zu tun. Ach, was. Ist doch ganz einfach. Eigentlich nicht, aber... leiser. Erde sollte ich vielleicht ablegen. Erde. Obsidian. Ich habe jetzt 10 Obsidian abgebaut, ey. Heftig. Ich bin produktiv gewesen für diese Folge. Das ist schon mal cool. Jo. Okay, Cobblestone kann ich schon mal mitbringen. Hier haben wir unseren Baurucksack. Da tun wir dann. Endlich bin ich fertig hier. Mit dem ganzen Verräumen. Ich hasse es. Verräume so irgendwie das Nervigste in Hexit, aber so Verräume und Sortieren ist eigentlich eh nervig. Nur in Hexit dauert es ungefähr doppelt so lang. Immer so das Gefühl. Aufräumen? Mhm. Ja, das ist nervig. So nicht. Ich hab irgendwie immer so 10 Folgen voll Action und dann erstmal 2 Folgen aufräumen. Ja, mein muss auch sein, weißt du? Wenn du in Hexe eine Ordnung hast, ist das schon geil. Ja gut, du kannst ja auch hier diesen Sortierbutton machen, ne? Einfach. Mhm. Und dann zack, fertig. Das ist schon aber echt geil. Dann kann man halt nicht die Kisten unterschiedlich sortieren. Sondern nur in der Kiste. Ja, wir haben irgendwie so sortiert, dass Alter, in einer Kiste was Wertvolles ist und der andere nur Crap und so weiter. Ja, hier sind so ein paar Zombies und Creeper und alles in Logoks Haus. Der macht da so eine kleine Party, weißt du? Sind die ganzen Gäste schon gekommen. Aber der Eingang sieht echt cool aus. Und dann jetzt hier erstmal hier viel Spaß mit dem Cobblestone. Oh, sehr nett. Boah, nein. Alter, what the fuck? Ey, was ist da explodiert? Das Portal ist weg. Nicht ernsthaft, oder? Doch, hier ist ein Creeper durchgekommen. Ein Creeper durchs Portal. Nicht schlecht. Leute, wir sind Outlaw. Nein, Spaß. Und das Schlimme ist, ich habe eine Thief-Rüstung. Also wenn ich komme hier nicht rüber, weil ich habe auch keinen Fliegestab gerade dabei. Yay, sauber. Hat einer ein Feuerzeug mit? Nope. Ja, glücklicherweise. Nein, ich habe keins dabei. Wir müssen auch nächste Folge. Wir bauen jetzt die Falle fertig und dann kommt nächste Folge Lorok rüber. Jo, würde ich auch so sagen. Ah gut, dann nehme ich mal das Cobblestone und dann... Oder ist es ein Gast? Der hier abschießt. Das Blöde ist, ich traue mich jetzt hier gar nichts mehr, weil ich habe nur einen Ninja-Dagger. Aus Strafe tust du jetzt da einfach stehen bleiben. Nein, Spaß. Der Gast ist gestorben. Nein, das war nicht der Gast, der war unter dir. Also unter der kleinen Insel, wo das Portal drauf ist. Sehr uncool, dass sie jetzt uns einfach unser Portal weggesprengt haben. Ja, die mögen es halt nicht so ungebetene Gäste zu haben, ne? Stimmt, wie hoch machen wir schon einiges, oder? Ja, keine Ahnung. Wir machen ja mehrere Stockwerke sozusagen. Wie hast du das denn vorgesehen? Also dann jetzt hier so ein paar Spawner rein und dann... Könnt hier jemand irgendwie weit bei der Brücke weiterbauen? Ja, das Problem ist... Warte, ich mach mal einfach so eine improvisierte Cobblestone-Ding. Dass du rüberkommst, okay. Klar. Also ich baue es noch eins höher und dann tun wir mal einen Boden reinziehen und dann tun wir halt mit Wasser sozusagen die Zombies immer auf einen Punkt sozusagen treiben. Ja, können wir machen. Fliegen sie da runter und dann unten sammeln wir sie alle und dann töten wir sie. Irgendwie kommt die mir gerade eben sehr laut vor. Das fällt mir jetzt auch früh ein. Warte, ich mach mal hier ein bisschen was leiser. Na komm. Hallo. Wie gesagt, mein PC hat gerade eben irgendwie seine Tage. Ach komm, für die 2 Minuten ist dann pegel euch ich nachher runter in die Schneidi. So sieht's aus. Wie viel haben wir denn? Wie viele Minuten haben wir schon? 19 jetzt. Okay, dann kann ich hier noch eine Reihe Cobblestone auf die Falle bauen. Wollen wir mal hoffen, dass der Logo gleich erreichbar ist, ne? Ja, der perfekt. Wie hast du das auch geplant, also, dass das so in LOL blinkt, der hat mich angeschrieben. Vielleicht will er eine Runde zocken. Dann heißt nee, du musst Hexit kommen, Alter. Wir haben uns ausgesperrt. Ausgesperrt. Ja, ist mal was anderes, ne? Ja, weißt du, es muss ja auch ein bisschen Spannung da sein. Eigentlich müssen wir jetzt viel dramatischer gestalten. So, wir kommen nicht mehr heim. Wir sind verloren für immer. Ach was. Passt doch. Ich baue mal in deiner Zeit ein bisschen was Nethercrafts ab, weil ich nicht so ganz weiß, wie du das jetzt vorgesehen hast. Kannst du dir gleich mal so erklären. In die Offscreen.
Und ich stehe hier rum, weil ich kein Cobblestone dabei habe. Ja, da kann ich dir helfen. Ach, von hinten. Aber ich hätte den doch nicht angreifen sollen. Nee, irgendwie doch nicht. Naja, wäre eine bessere Idee gewesen, das nicht zu machen. So, wie viele Minuten haben wir? Wir wollen nicht überziehen. 20 Minuten. 20. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, ansonsten, das nächste Mal, die nächsten paar Folgen werden wir dann hier aus der Nether. Aus der Nether senden. Ausgesperrt, Folge 3, Tag 3. Ja. Gestrandet im Nether. Ja, scheiße gelaufen, nicht? Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jo. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ciao. Ciao.